Was ist die Flexirente? Wie kann ich davon profitieren? Mein Name ist Peter Knöppel, ich bin Rechtsanwalt und Rentenberater von rentenbescheid24.de. Die Flexirente ist ein politisches Schlagwort, sie ist keine eigene Rentenart und Ende April 2019 gab es Neuigkeiten zum Thema Flexirente, denn sie wird offensichtlich ganz, ganz schlecht angenommen. Die Zahlen sind erschreckend. Die Deutsche Rentenversicherung hat bekannt gegeben, dass im Jahr 2017 wohl angeblich nur ca. 7.100 Versicherte die Flexirente beantragt haben. Bei uns in der Rentenberatungskanzlei von rentenbescheid24.de können wir ein anderes Bild zeichnen. Die Nachfrage nach der sogenannten Flexirente ist bei uns ziemlich hoch. Es ist also das Thema der Flexirente und die Auswirkungen auf die spätere Altersrente oder auf die spätere, auf die spätere Rentenhöhe ist bei uns ein ganz, ganz großes Thema. Viele Versicherte fragen danach an. Die Flexirente ist nichts anderes als ein politisches Schlagwort, welches zum 1.7.2014 in den Raum geschmissen wurde. Und zwar hat damals der Gesetzgeber im Zusammenhang mit der Mütterrente I diese Flexibilisierung des Arbeitslebens in Bezug auf die Rente in Gang gesetzt. Da gab es dann schon damals die ersten Änderungen im Rentenrecht und seinen Höhepunkt fand oder gab es bei der Flexirente mit den Änderungen zum 1. Januar 2017 und dann die ganz großen Änderungen zum 1.7.2017 mit der Einführung der Teilrente und der anderen Regelungen zur Flexirente. Was verbirgt sich eigentlich letzten Endes hinter der Flexirente? Es sind drei Dinge. Erstens, ich kann heute flexibler meinen Altersrenteneintritt planen. Das heißt also, ich kann sagen, ich möchte gerne eine Altersrente haben und nebenbei noch arbeiten. Und zwar mehr als 6.300 Euro Jahreseinkommen. Das heißt also, wir haben heute flexible Teilrentenmodelle und flexible Renteneintritte ab einem bestimmten Lebensalter. Das betrifft aber alle Altersrenten, außer die Regelaltersrente. Dann können wir heute unter verbesserten Bedingungen sogenannten Rentenabschlag bei vorzeitigen Rentenbeginn zurückkaufen. Das ist auch eine Folge dieser neuen Flexirentenregelung im Jahr 2017. Das heißt, die Menschen haben jetzt die Möglichkeit, schon mit dem 50. Lebensjahr geplant für die Zukunft Rentenabschläge zurückzukaufen und dann mit 63 oder mit einem anderen Lebensalter ohne Abschläge in Rente zu gehen. Und eine weitere Folge der Flexirente ist die verbesserten Möglichkeiten, über die Pflegezeiten für nahe Angehörige hier etwas für die Rentenhöhe zu tun. Welche Vorteile habe ich von der Flexirente? Der Versicherte will ja immer wissen, was bringt es mir eigentlich letzten Endes? Erstens, ich kann selber entscheiden, wie hoch meine Vollrente oder meine vorgezogene Altersrente ist. Das heißt also, ich kann eine Teilrente selber frei wählen. Punkt 1. Punkt 2. Ich kann neben der Rente normal weiterarbeiten und bekomme möglicherweise sogar zwei Einkommen, nämlich eine Rente in Form einer Teilrente und mein Einkommen. Daneben kann ich auch noch etwas für meine spätere Regelaltersrente tun. Das heißt also, mit der Flexirente oder mit dem Hinzuverdienst erarbeite ich mir sozusagen noch weitere Einkünfte für eine spätere Regelaltersrente, die sich dann erhöht. Natürlich muss man das alles nicht in Anspruch nehmen. Man kann auch sagen, ja, was interessiert mich die Flexirente? Ich möchte ganz einfach mit 63 oder halt später auch abschlagsfrei in Rente gehen. Das ist jedem seine Sache. Bei uns heißt das Schlagwort, Sie müssen nicht, Sie können. Das heißt also, Sie können sich tatsächlich aussuchen, ob Sie das Programm mit der Flexirente haben möchten oder nicht. Ein ganz großes Problem, was wir hier sehen, ist auch die zum Teil schlechte Beratung durch die Rentenversicherung. Wir bekommen sehr oft mit, dass die Kunden zur deutschen Rentenversicherung gehen und direkt auch nachfragen, welche Möglichkeiten habe ich. Und dann gibt es leider manchmal die Antwort, es lohnt sich nicht für Sie. Da sind wir der Meinung,
Das darf die deutsche Rentenversicherung als Beratung nicht leisten, sondern sie muss bezogen auf die Fragen dann auch die entsprechenden Antworten geben. Näheres zum Thema Flexirente und zu unseren Angeboten zur Flexirente finden Sie auf www.rentenbescheid24.de. Ich wünsche Ihnen eine rentenstarke Woche, Ihr Rechtsanwalt und Rentenberater Peter Knöppel.